Du willst wissen, wie das mit den Cues funktioniert? Dann bleib dran. Im heutigen Video zeige ich es dir. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten StageRite App Theater Tutorial. Im ersten Tutorial haben wir uns angesehen, wie die Scheinwerfer im Theater positioniert werden und wie du sie dann in StageRite patchen und kopieren kannst. Hast du das erste Video verpasst? Ich verlinke es dir hier oben. Im heutigen Tutorial geht es um die Erstellung der Cues. Und jetzt viel Spaß beim zweiten Tutorial. Doch zuerst etwas Theorie. Für das Speichern von Cues gibt es zwei Systeme, Tracking und Cue-Only. Beim Tracking werden nur die Veränderungen gespeichert. Das heißt, die Cue ist kleiner, sie muss aber in einer bestimmten Reihenfolge abgespielt werden, sonst funktioniert das nicht. Beim Cue-Only werden immer komplette Bilder gespeichert. In StageRite funktioniert das etwas anders. Die Werte einer Cue sind immer nur so lange aktiv, solange die Cue aktiv ist. Auf der anderen Seite werden auch nur Veränderungen gespeichert. Am besten zeige ich dir das an einem Beispiel. Wir fangen mit dem Multi-Cue-Modus in StageRite an, da das dem Tracking am nächsten kommt. So. Jetzt klicken wir den Record-Cue-Button und fangen an, eine Cue aufzunehmen. Und speichern diese auf Cue 1. Klicken den Record Cue Button erneut in die Farbe aus und speichern das als Cue 2. Drücken den Cue Record Button erneut und nehmen unsere dritte Cue auf. So. Jetzt haben wir drei Cues aufgenommen, die nacheinander abgespielt werden können, um genau dieses Bild zu erreichen. Cue 1, Cue 2, Cue 3. Wenn ich nur eine Cue davon verwende, habe ich jetzt nur die Werte, die in dieser Cue gespeichert worden waren. Jetzt nehme ich als nächsten Schritt einmal komplett Bilder auf. Und dafür habe ich zwei Möglichkeiten. Ne? Möglichkeiten 1 ist, ich mache erstmal alles aus, klicke den Cue Record Button und dann bediene ich mich an den bereits existierenden Cues als wie eine Art Baukasten. Ich aktiviere 1, 2 und 3 und speichere das als Cue ab bei Cue 4. Jetzt sehen wir, wenn ich die 1, 2 und 3 ausmache, dass ich bei Cue 4 das komplette Bild gespeichert habe. Das kann ich natürlich genauso machen, wie ich das vorher auch mit den anderen Sachen gemacht habe. Ne? Also ich Cue aus, gehe in den Cue Recording und sage jetzt, mach es jetzt einfach mal hell und nehme dann noch das Fenster hinzu. Speichert das als Cue. Um mit ganzen Szenen oder mit ganzen Bildern in einer Cue zu arbeiten, empfiehlt sich der Single-Cue-Modus. Den werde ich jetzt zeigen und
dazu deaktiviere ich den Multi-Queue-Modus und jetzt kann immer nur eine Queue aktiv sein. Also, wenn ich jetzt Queue 4 aktiv habe oder Queue 5. Das würde jetzt mit Queue 3 oder 1, 2 und 3 keinen Sinn machen, da die ja nur Teile enthalten. Ja, also wenn ich jetzt nur einen davon nehme, dann habe ich jetzt nur diesen einen Scheinwerfer oder die Fensterbeleuchtung oder das rote Licht. Was können wir noch mit den aufgenommenen Queues machen? Also um sich da besser zu orientieren und besser zu organisieren. Also zum einen kann ich den Queues sprechendere Namen geben. Ich kann Farben vergeben. Ich kann in Text das reinschreiben. Ein besonderes Feature, wenn man Capture benutzt, ist, man kann sich über CITP die Bilder aus dem Capture Visualizer holen, also die gerenderten Bilder, und die als Thumbnail benutzen. Das zeige ich dir nochmal kurz, wie das funktioniert. Dazu aktiviert man zuerst CITP in StageLight. So, und wenn CITP vorhanden ist, dann kann ich mir hier von dieser Queue das Thumbnail holen. Oder von dieser Queue. Oder eben auch von dieser Queue. In dem Single-Queue-Modus habe ich auch einen Next-Button, in dem ich dann zwischen den verschiedenen Queues umschalten kann. Auch das zweite Tutorial ist schon wieder vorbei. Ich habe dir gezeigt, wie du Queues in StageLight anlegen kannst und welche Modi dabei unterstützt werden. Ich hoffe, das Video hilft dir bei deiner Arbeit, bei deinem Projekt oder deinem Hobby. Wenn es dir gefällt, dann like es bitte. Wenn du kein weiteres Video von mir verpassen willst, dann abonniere den Kanal. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann schreib sie mir bitte unten in die Kommentare. Das Beispielprojekt zum Tutorial verlinke ich dir wie immer unten in der Videobeschreibung. Da findest du auch den Link in den App Store zur StageLight App. Beim nächsten Mal schauen wir uns das Thema Show an. Also, bis dahin, ciao, ciao.